Das männliche Gegenstück zur weißen Frau ist das graue Männchen, das auch als schatzhütender Geist auftritt. Es erscheint zuweilen in unheimlichen Tiergestalten wie Schlangen, Kröten oder schwarzen Hunden, was seine Erlösung fast immer verhindert. Bei Eberstadt liegt die Torfmühle. Da bekam vor längerer Zeit der Mahlknecht die Woche 20 Kreuzer mehr als in jeder anderen Mühle, denn es war da nicht geheuer. Einmal trat ein Sachse dort in den Dienst. Der war ein starker, großer Mann und sprach immer, er fürchte sich vor nichts. Als er nun am ersten Morgen mahlte, kam gegen 11 Uhr ein kleines graues Männchen. Das lief in der Mühle hin und her bis Schlag 12. Da verschwand es. Am anderen Tag kam es wieder. Und so jeden Tag, wohl anderthalb Jahre lang. Und der Knecht ließ es ruhig gewähren. Doch sprach es nie auch nur eine Silbe. Eines Morgens aber stellte es sich plötzlich gerade vor ihn hin und sprach, »Auf dich habe ich schon lange gewartet.« »Ei, was sagst du?« sprach der Knecht. »Warum denn gerade auf mich?« »Weil du Mut hast«, erwiderte das Männchen, »und mich erlösen und dich zum reichsten Mann in Hessen machen kannst.« »Das wäre nicht so übel«, meinte der Knecht. »Wie soll ich das denn anfangen?« »Morgen Mittag komme ich in anderer Gestalt«, antwortete der Kleine, »und ich trage 3 Schlüssel an mir. Wenn du mir die abnimmst und mit mir gehst, dann bist du geborgen für dein Leben lang.« »Das kann geschehen«, sprach der Knecht. Und da sprang das Männchen vor Freude hoch und lief weg. Abends kam der Herr der Mühle, um nachzusehen, was der Knecht mache. Da erzählte ihm dieser alles und gestand, dass es ihm doch dabei ein wenig beklommen ums Herz sei. »Gut«, sprach der Herr, »du bleibst um die Zeit in der Mühlstube und ich halte mich in der Mühle versteckt. Will dir der kleine Kerl etwas anhaben, dann rufe nur und ich springe dir bei.« Gesagt, getan. Der Knecht setzte sich gegen 11 Uhr in die Stube an den Tisch und las in einem seiner Bücher. So mochte er etwa eine halbe Stunde gelesen haben, da sprang die Tür auf. Er sah sich um, aber es war noch nichts zu sehen. Doch dann hörte er etwas rasseln, blickte unter den Tisch, woher der Ton kam, und da ringelte sich eine armdicke Schlange auf dem Boden und trug 3 Schlüssel um ihren Hals. Da erfasste den Knecht aber eine solche Angst, dass er stumm und starr wie festgebannt dasaß und nicht wagte, der Schlange die Schlüssel abzunehmen. Diese sah ihn aber immer flehender an. Je mehr die Zeit verstrich, legte sich gar wie ein zärtlicher Arm um seinen Nacken, sodass er nur die Hand zu heben brauchte. Ihm jedoch brach der kalte Schweiß aus und er wurde ohnmächtig. Nach 12 Uhr kam der Herr, um nach seinem Knecht zu sehen. Dieser lag wie tot da und regte kein Glied. Als er aber wieder zu sich kam, war sein erstes Wort, »Hier bleibe ich nicht.« Und er schnürte am selben Tag noch sein Bündel und zog seines Weges. Von dem Männchen aber hat man nie wieder etwas gesehen.